Und willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Brothers Brawl. Ja, wir haben zurzeit 6% fertig gemacht und sind jetzt mitten im Dschungel. Was hier im Dschungel abgeht, seht ihr jetzt. Donkey Kong! Diddy Kong! Ja, offensichtlich hat da jemand versucht, die Bananen zu klauen und das lassen sich die Kongs auf keinen Fall gefallen. Wir gucken mal, wen nehmen wir? Wir nehmen Donkey Kong, den mag ich lieber als Diddy. Und dann versuchen wir uns mal irgendwie durch den Dschungel zu schlängeln und die Bananen zurückzuholen. Ach, er ist so träge, meine Güte. Ja, es ist wie bei Super Mario, man kann auch auf die Gegner einfach raufhüpfen und dann geht das auch. Zack. So, springen wir von einer Plattform zur anderen. Und schon sind wir wieder klein. Klein, aber fein. Klein, aber oho. Weg mit diesem ganzen Schildkrötengesocks und Donkey Kong Fässer. Yay. Da geht's doch richtig ab. Da blüht so manchem SNES-Liebhaber bzw. Donkey Kong Country-Liebhaber das Herz auf. Gehen wir nach unten? Wir wollen nach unten. Komm. Okay, wir kommen wieder nach oben und wir haben eine Statue von Zelda Twilight Princess. Coole Sache. Weiter geht's. Zack, die haben wir auch. Was haben wir hier? Essen und Sticker. Und zack. Wirklich wie ein Donkey Kong Abenteuer. Ja, wer die Teile gespielt hat, der wird es lieben. Und wir sind auch schon auf der anderen Seite. Zack. Ordentlich einen über die Ohren gehauen. Und wir haben einen Zauberstab. Donkey Kong mit einem Zauberstab. Dass wir das noch erleben dürfen. Mit süßen kleinen Sternchen. So, die nächste Stage. Was haben wir hier? Wir haben irgendwelche komischen Teile, die wir hin und her schießen können. Und damit machen wir die Gegner so richtig schön fertig. Ach, jetzt sind wir ein kleiner Donkey. Der kann das auch. Oder auch nicht. So, verschwindet ihr Viecher. Euren Goombas. Die Goombas und die Koopas hier. Alle unterwegs. Sticker? Ne, brauche ich eigentlich nicht. Wir nehmen sie trotzdem mit. Na, gerade so, du. Was haben wir denn hier? Jo. Bang, buff, buff. Und wie werde ich es wieder los? Ah, okay. Einmal kurz auf Steuerkreuz drücken, beziehungsweise auf dieses... Ja, auf das Steuerkreuz. Doch, doch. Und schon werdet ihr es wieder los. Es gibt ja einmal das Steuerkreuz, das auch wirklich aussieht wie ein Kreuz. Und natürlich den Control-Stick, mit dem ihr dann auch fortfahren könnt. Ein Tor. Da gehen wir mal rein. Sieht geheimnisvoll aus. Ist auch so. Ah, nicht gleich wieder in die Tür rein. Wir gehen einfach mal hier an die Seite. Und hoffentlich ist auch auf dieser Seite was. Nein, leider nur Tomaten, die uns aber wieder ein wenig heilen. Ich glaube bis zu 50%. Die Herzen machen 100. Und das Obst und Gemüse und das andere Essen, das hier rumsteht, macht auch ein bisschen was. Aber kein Großteil. Weiter geht's. Ein Knopf. Was macht der Knopf? Keiner weiß, was der Knopf macht. Führt der nach unten? Nein. Der hat bloß eine Treppe gemacht. Na toll. Eine Leiter zum Himmel. A Stairway to Heaven. Ganz berühmtes Lied von Led Zeppelin. Ah, okay. Ich verstehe die
Problematik. Schade. Es hätte ja klappen können. Ach, jetzt sind wir ein schwerer Donkey. Den kann man wenigstens nicht so leicht von der Plattform schubsen, aber er kann auch nicht so hoch springen. Das ist das Problem. Geh weg. So, dich holen wir auch noch. Rollen Hammerbrüder. Was die einen im Mario-Parts nerven, das ist der absolute Wahnsinn. Eine Feuerblume. Und ein Extra-Leben. Weiter geht's. Och, schade. Die hätten wir doch wunderbar erwischen können. Naja, was soll's. Weg mit der Blume. Weiter. Wo kommen wir jetzt hin? Es sieht nicht schön aus hier. Oh, es geht nach oben. Ich wollte gerade runterspringen. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Boah, bis jetzt ist es noch recht einfach. Die will ich nicht. Mit B laden wir uns auf. Und wenn wir dann nochmal B drücken, machen wir einen echt starken Angriff. Na, wo sind sie? Wo sind sie? Da. Ha, die ballern wir einfach ab mit unseren Raketenwerfern. So muss das sein. Nö. Okay, Diddy, ich glaube, du bist an der Reihe. Und da ist er auch schon. Löst sich die Plattform nicht auf? Na gut, wenn das so ist. Wir können auch runterspringen. Das ist gar kein Problem. Runter geht's diesmal. Okay, okay, okay. Nein, zu der Tür wäre ich ja gerne gekommen. Schade, schade, Schokolade. Ein Riesen-Gumba. Der hat aber nicht zu lachen. Ah, die kleinen Gumbas schon eher. Nee, die Kiste will ich nicht. Da ist Danger drauf. Was ist drin? Keiner weiß es. Wir sind klein. Und wir gehen durch das Zieltor. Bowser. Ja, Karate gegen eine Kanone, das wird nichts, mein Freund. Oh nein, der arme Donkey wurde in eine Statue verwandelt. In eine Figur. Das müssen wir doch verhindern. Wesen der Finsternis haben wir und Nimbusgarde. Beides von Twilight Princess. Und Diddy Kong ist der Gruppe beigetreten. Wir speichern wieder ab. Sehr schön. Und wir gehen ins nächste Gebiet. Was haben wir da? Wir haben die Einöde. Na, hört sich nicht besonders toll an. Wir können sogar wählen zwischen Mario und Pit. Natürlich wähle ich Mario. Den wollen wir mal. So, nach einer Einöde sieht das gar nicht aus. Eher wie die Alpen und da sind schon die Alpenhörner. Minze, ähnliche Viecher und die Bombe hätte ich mal nicht in meiner Nähe zum Explodieren bringen sollen. Oh Gott, ey, ich stelle mich an wie der letzte Noob hier. Und ich muss mich nochmal berichtigen. Ich habe, glaube ich, den ersten Teil oder den zweiten Teil noch einmal gesehen, in dem ich gesagt habe, dass diese Düse von Mario Galaxy stammt. Ist natürlich ein totaler Fauxpas von meiner Seite. Es ist natürlich aus Mario Sunshine. Genauso wie ich mich auch bei der Piranha nochmal berichtigen musste. Euch will ich und euch kriege ich. Und diese komischen Hühner hier, die machen wir auch fertig. So. Genau. Aua. Hey! Oh, das ist ja wohl nicht die Possibility hier. Ah ja, wenn wir jetzt nach unten drücken, während wir oben sind und A, machen wir das, was wir früher mit unten und B gemacht haben. So, hier müssen wir uns wahrscheinlich durchprügeln.
Geht's da oben auch noch weiter? Ist da vielleicht ein Tor? Nee. Vielleicht hier unten? Nee, sieht nicht so aus. Zumindest zum Teil aufgelöst, damit wir da einmal reingucken können. Und hier haben wir wieder ein Hühnchen. Was bist du denn? Geh weg. Ja, toll. Oh, eine Wand, eine Wand. Die Statue will ich doch noch haben. Ein Toddy. Hey. Ich sag euch, hier geht was ab. Das ist der absolute Wahnsinn. So, gehen wir runter. Lassen uns gar nicht von dem da beirren. Perfekt. Weiter geht die wilde Luzi. Oh, die haben wir so zerstört. Normalerweise kann man das ja nicht, aber bei diesen Gegnern geht es auf jeden Fall. Wir sind ja immerhin im Abenteuermodus. Kommen wir da eigentlich hoch? Aber nicht weit. Vielleicht so. Lassen uns hochschleudern. Die können das auch. Deck damit, den will ich viel lieber haben. Wenn man da zur Seite und A macht, kann man vielleicht sogar einen Home Run schaffen, wenn der hier mal aufhört zu blasen. Aua. Ach Mensch, du. Gehst mir auf die Nerven. Auf in den nächsten Part der Stage. Und hier scheint gekämpft zu werden. Und das mit 267% Schaden. Na toll. Oh Mario, geh in Deckung. Okay, okay. Das sieht nicht gut aus für uns hier. An dieser Stelle. Oh, was zu essen. Mh, 5% geheilt. Juhu. Wo geht's jetzt hin? Rote Minsels. Minsels, sag ich schon. Polygone, Primiden, Feuerprimiden. Wir haben oben links immer den Namen stehen. Das ist ganz praktisch, falls man einem nicht einfällt, wie die Dinger heißen. Ja, und Spieler 2 könnte noch beitreten, aber kommt leider nicht mit dazu. Tut mir leid. So, alles weg hier. Habe ich da eine Zeitbombe an mir dran? Das fände ich nicht witzig. So, dich machen wir auch fertig. Hier ist genug getanzt. So. Ach, jetzt habe ich dieses Laserschwert. Das will ich gar nicht. Alle weg. Alle weg. Ein Herz. Gut, jetzt mag ich auch das Zauberstäbchen wieder haben. Mit dem Stern. Und wir können die Sterne sogar schießen. Das macht total viel Spaß. Weg mit euch. Aua. Ihr seid ja noch schlimmer als ich hier. Oh, Mr. Saturn, das tut mir leid. Jetzt habe ich den getroffen mit dem ollen Zauberstab. Das wollte ich gar nicht. Kommen immer mehr Wolken. Und geht mir langsam auf die Nerven, liebe Wolken. Na, noch ein Wölkchen. Sag mal, wie lange soll ich denn mit dir rumspielen? Jetzt ist Schluss hier. So, weiter, weiter, weiter. Ist hier das Ende? Das Ende, sehr schön. Was hat der uralte Minister nur vor? Wir können es nur ahnen. Stage gemeistert und wir haben wieder zwei neue Trophäen, Bleach und Toad. Und wieder speichern. Wir wollen schnell fortfahren. 9% haben wir gerade mal geschafft. Zurück zur Karte und auf zum See.
Fox. Fox McCloud aus der Star Fox Serie ist ebenfalls mit dabei. Wir werden ihn spielen, wir werden ihn steuern. Gegen Rayquaza oder Rayquaza. Rayquaza, glaube ich. Eines der wunderbarsten Pokémon, die es gibt. Obwohl ich Pummeluff immer noch lieber habe. Ja, auch Pokémon spielen hier eine richtig große Rolle. Mit Game Freak wurde sehr gerne zusammengearbeitet, habe ich gelesen. Wir können es auch anders machen, mein Freund. Ich kann nämlich schießen, oder auch nicht. Doch. Aber nicht doll. Ach, es ist einfach blöd. So, jetzt müssten wir ihn gleich haben. Bei ihnen zählen ja mehr der Schaden, als dass man sie rausschmeißt. Ich hätte nicht einfach stehen bleiben sollen. Diddy, du musst ran. Hier muss keiner rausgeschmissen werden und deswegen machen wir es einfach so. Immer draufkloppen. Ist die Devise. Weg mit dem Stab. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ah, Nedo, der arme Fox. Gut, wir machen mit Fox weiter, was soll's. Auch wenn er jetzt gerade gescheitert ist, war immerhin mein Versagen. Und wir müssen jetzt hier durch diese Tür durch. Um dann in einem Paralleluniversum oder vielleicht in einer anderen, in einer Vergangenheitsform weiterzukommen. Und genauso geht es hier eben auch weiter. Einmal hier rein. Und dann können wir hier das Teil holen, das einfach mal so rumsteht. Sonst würde man da nicht rankommen. Ich bin gespannt, was das für eine Statue war. Habe ich jetzt auf den ersten Blick nicht erkannt. Lauter Schildkröten. Ich sollte aber runter. Wurde zumindest so angezeigt. Den Sticker haben wir noch schnell mitgenommen. Die Kröten haben uns mitgenommen. Und in dem Paralleluniversum ist es sehr dunkel. Rums. Schon ist alles weg. Oh Gott, hoffentlich komme ich mit denen noch so richtig gut zurecht. Ich glaube, später gibt es noch eine Lava-Welt, in der man eben so schnell hoch muss. Ja, wird spannend, sage ich euch. Die Goombas. Mitunter die einzigen Gegner, die noch aus anderen Spielen übernommen wurden. Den Rest, den man übernommen hat, hat man als Item übernommen. Beispiel Mr. Saturn. Der coole. Ja, ich habe mir die Earthbound Let's Plays angesehen. Es wäre nichts für mich zum Let's Playen, aber es ist absolut schön, mal gesehen zu haben. Ein Vogel, den wir nehmen können. Auch nicht schlecht. So, dann lasst uns mal hier durch die Tür. Och, du bist ja putzig. Was bist du? Geh weg. Oh, du lebst noch. Kann ja wohl nicht warzen, Schwein. So, jetzt kann ich in Ruhe alles aufheben und weiterlaufen. Wunderbar. Sind wir schon wieder am Anfang? Nee, aber es sieht so ähnlich aus, oder? Oh, Scheibenkleister. Komm, Diddy, du musst dran. Das Vieh ist einfach nur aggro. So, weg mit ihm. Und weiter geht's. Gut, hier geht's nicht lang. Gehen wir einfach mal hier durch. Okay, 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 okay. Oh. Die kenne ich irgendwoher. Wie heißen die? Knutschis oder irgendwie so? Sie haben auf jeden Fall einen Knutschmund. Das ist cool. Was ist hier oben drin? Oh. Offensichtlich sollen wir hier nicht rein. Vielleicht im Paralleluniversum.
Die Knutschis! Lasst mich in Ruhe! Perfekt. Und wieder eine Tomate gekriegt, womit wir uns komplett hochregenerieren. So, Paralleluniversum. Und jetzt mal rein. Ja, viele werden daran nicht denken. Die werden einfach weiterlaufen. Weil sie denken, Mensch, da war eben Feuer, da wird wohl auch Feuer sein. Ja, okay. Hat sich erledigt. Ihr wollt mich doch alle ärgern. Was haben wir denn hier? Goombas. Kann ich ja nun gar nicht gebrauchen, aber den Bob-Omb, den kann ich gebrauchen. Für euch. Oh, und für mich. So, du auch noch. Sehr schön. Irgendwas haben wir ausgelöst. Aber was? Wollen wir mal gucken? Mal sehen, was in der Zukunft passiert ist. Lauter Knutschis und hier oben ist jetzt ein Gang offen. Wupp. Gut, Schalter gedrückt. Und Knutschis haben mich. Ihr seid jetzt die Knutschis, egal wie ihr heißt. Lecker Knutschi. Und ein Extra-Leben. Sehr schön. Extra Leben for the win. Knutschis, ihr müsst... Oh, jetzt krieg ich so einen Taler. Ich hätte ja gern Knutschi gefangen. Ah, da ist noch ein Knutschi. Komm raus. Komm raus. Habe ich meinen Taler noch? Jo, Knutschi, ich hab dich. So, wollen wir jetzt mal versuchen, da reinzukommen? Ah, jetzt hat sich hier nämlich was verändert. Rein da. Oh je. Dich kennen wir schon. Du bist noch lange nicht so süß, wie du im Schlaf tust. Man sagt ja immer, du bist zwar süß, aber nur, wenn du schläfst. Oh je, die wilde Floßfahrt beginnt. Na, was machst du hier? Ja, das war klar. Ich bin einfach kein Meister, was Diddy angeht. Oh, wir können schwimmen. Ich dachte schon, wenn man ins Wasser kommt, ist alles vorbei. Das ist ja cool. Mensch, cool. Wirklich. Hatten wir früher nicht. Ich glaube, da konnte man nicht schwimmen. Da hatte man Pech. Da ist eine Tür. Wollen wir da durch? Ja, wir wollen. Okay, wo sind wir hier? Na, ein bisschen schwach der Schlag. Oh, das sah schon besser aus. Ein extra Leben. Oh, eine Statue. Was auch immer das ist. Wir haben es und irgendwie müssen wir weiter. Das Floß ist sogar noch da. Sehr schön. Nö, ich wollte dich vernichten. Perfekt. Diddy, du bist unser Mann, wollte ich gerade sagen. Unser Affe. Ein Zauberstab. Mach den Gummer fertig. Und eine Kettenhund-Trophäe. Wie schön. Sehr cool. Und noch ein Zauberstab. Nehmen wir gleich mal den neuen. Damit er wieder aufgeladen ist mit neuen Sternen. Ob die von Kirby stammen und dem Popstar? Ich hab keine Ahnung. Oh, das Floß ist gestrandet, wo auch immer. Wieder mal mitten im Dschungel. So wie es aussieht. Eine Tomate. Die heilt uns wieder hoch. Das ist auch ganz praktisch bei dem ganzen Schaden, den wir in letzter Zeit erlitten haben. Was, wo fliegen wir denn lang? Ja, nee, ist klar. Oh mein Gott. Bowser. Was machst du hier? Und vor allem, wie siehst du aus?
Du bist ein Erzfeind von Mario. Mario ist mit Donkey Kong befreundet und von daher hast du nichts hier verloren. Donkey Kong ist mein Papa. Also, von Diddy natürlich. Hat der gerade versucht, uns zu schlagen? Das Teil kenne ich auch. Das ist eine Falle, die man legt für... Na haha. Bei Animal Crossing, da kann man die einfach eingraben und die anderen fallen rein. Ah, Scheibenkleister. Komm her, du. Ja, er weiß ja, dass er für 150 Schaden hat. 150% Schaden. Da hat er nicht mehr viel zu lachen. Aua. Das kann ich auch, mein Freund. Das kann ich auch. Na, komm her, komm. Ja, so schnell kann es gehen. Und es gibt ja diese eine Greifattacke. Die versuche ich die ganze Zeit anzuwenden, aber es hatte leider keinen Sinn. Vielleicht schaffen wir es mit Fox. Der hat ja noch ein bisschen weniger Schaden. Und er springt einfach runter, auch nicht schlecht. Nö, oh Gott, gerade so gerettet. Komm, flieg raus aus dem Bildschirm. Sehr schön. Oder gegen den Bildschirm, das geht auch. Ja, ich würde sagen, die Stage ist gemeistert. Wir haben Mac Rosa, kenne ich nicht. Schnuckulus ist auf jeden Fall von diesem Spiel. Kettenhund ist von Mario und der Maskenkönig, jetzt fällt es mir ein, das ist der von Wind Waker. Den hatten wir mal dort besiegt. Nein, nicht wir, wir hatten das Let's Play nie gemacht. Aber ich, ja. Okay, wunderbar. Wir gehen nachher ins nächste Gebiet. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Part. Da geht es genauso episch weiter wie in diesem. Und wir haben schon echt überzogen. 30 Minuten. Fast. Bis nachher.